So, nochmal ein kleiner Blick auf die Software des Samsung N510. Vielleicht machen wir den nochmal ein bisschen heller. So hell geht es wohl. Hier bietet sich ganz oben unter Samsung ein Battery Life Extender an, der aufgerufen so aussieht. Batteriemodus für lange Lebensdauer. Achso, dann lädt er nur bis auf 80%. Ja, kann man überlegen, ob man das macht. Ich lasse es jetzt mal sein. Hier wird nochmal McAfee angeboten einzusetzen. Das mache ich jetzt mal gerade nicht. Weiter mit der Samsung Software Easy Display Manager. Okay, da kann man sich ja die, sofern man einen externen Monitor angeschlossen hat, den mit dem internen Netbook-Monitor managen. Dann haben wir hier einen Easy Network Manager. Schaue ich mir auch mal an. Okay, da kann man also offensichtlich die WLAN-Einstellungen vornehmen. Hier wird angezeigt, welche WLANs in der Nähe sind. Und davon kann ich mir jetzt das meinige aussuchen, den Schlüssel eingeben. Mich verbinden, mache ich später mal. Die Samsung Software. Danach gibt es das Magic Keyboard. Das läuft angeblich schon. Damit beschäftige ich mich nochmal. Das habe ich letztes Mal schon nicht so gut gefunden, nicht so, weil ich es nicht so gut verstanden habe. Vielleicht gucke ich es mir mal genauer an. Allerdings geht es natürlich bei diesem Modell eher um die Grafikfähigkeiten bzw. Spielefähigkeiten. Der Samsung Magic Doctor, der sucht nach Fehlern im System und versucht diese zu reparieren. Die Recovery Solution 3 bedeutet, dass man damit das Ursprungssystem wiederherstellen kann. Oder ist dafür da, dass man das Ursprungssystem wiederherstellen kann. Das Samsung Update Plus ist natürlich ein Internet-Update, mit dem man den Computer auf den neuesten Stand bringen kann. Und das User Guide ist die Erklärung, wie der Computer funktioniert. So, im Autostart befindet sich nur der Bluetooth. Installiert ist daneben noch PowerDVD von CyberLink und Ucam von CyberLink. Testversion von McAfee Virenscanner. Microsoft Office ein Jahr Testversion. Nochmal Microsoft Office. Failsafe Setup. Rufen wir mal auf. Hoffentlich wird er jetzt nicht in gesicherten Modus. Achso. Ah, da braucht man Internet, das habe ich ja jetzt noch nicht verbunden. Das gucke ich mir vielleicht auch nochmal später an. Obwohl es ein Sicherheitsprogramm zu sein scheint, das den aktuellen Stand des Computers sichert. Dann ganz nett ist, gibt es die Samsung Casual Games. Da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Ja, da kann ich auch jetzt drauf eingehen, weil hier ist nichts weiter Besonderes. Windows Live und Zubehör, das kennt ja jeder, die bekannten Windows-Spiele. Aber hier Casual Gaming, Alice Greenfingers, Cake Mania, Chicken Invaders, Diner Dash. Und aufrufen tue ich jetzt mal Galapago. Schauen, ob ich das spielen kann. Oder ob das online ist. Das scheint online zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil er was von 60 Minuten verbleibend gesagt hat. Okay, ja. Das ist jetzt ein Game auf dem Samsung N510. Galapago, mitgeliefertes Spiel. Ein mitgeliefertes Spiel, das nicht besonders anspruchsvoll zu sein scheint.